Hallo, mein Name ist Bernd Kessinger und ich möchte Ihnen heute in Kürze mein neues Buch Neukölln, die Geschichte eines Berliner Stadtbezirks vorstellen. Neukölln hat in jüngerer Zeit vor allem als sogenanntes Problemviertel, als die Bronx von Berlin von sich reden gemacht. Beispielhaft für diese mediale Skandalisierung waren die Vorfälle an der Rütli-Schule im Jahr 2006. In jüngster Zeit ist gerade der Norden Neuköllns aber auch zu einem angesagten Szene-Kiez geworden. Ich fand, es war Zeit, einen Blick hinter die polarisierenden Bilder und Stereotype zu werfen, die Neukölln seit jeher begleiten. Zudem feiert der Bezirk dieses Jahr 2012 gleich zwei Jubiläen. 1737, vor genau 275 Jahren, begann die Migrationsgeschichte Neuköllns mit der Ansiedlung böhmischer Glaubensflüchtlinge. Nach einer beispielhaften Bevölkerungsexplosion um 1900 war Neukölln bald nicht nur als rote Hochburg verschrien, sondern auch als billiges Amüsierviertel. Der Gassenhauer in Rixdorf ist Musike mag vielleicht heute noch vielen von Ihnen ein Begriff sein. In Rixdorf ist Musike, 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 da tanze ich mit der Rieke in Rixdorf bei Berlin. Lass mir ans Herz drücken, ja drücken, ja drücken, denn viele gehen entzücken, da liegt Musik drin. Rixdorf, so hieß Neukölln bis zur Umbenennung 1912. Durch diese Namenskosmetik versuchten die Stadtoberen damals, den chronisch schlechten Ruf der Stadt aufzubessern. Doch ich möchte hier nicht zu viel vorausgreifen. Ich hoffe, ich habe Sie ein wenig neugierig gemacht auf die interessante und wechselhafte Geschichte Neuköllns. Eine Geschichte von sozialer Ausgrenzung und Ungleichheit, eine Geschichte von Migration und kultureller Differenz, medialer Skandalisierung, aber auch beispielhafter Reformvorhaben und politischer Kämpfe. Viel Spaß beim Lesen. In Rixdorf ist Musik, 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 da tanze ich mit der Rieke in Rixdorf bei Berlin. In Rixdorf ist Musik, 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 da tanze ich mit der Rieke in Rixdorf bei Berlin.